Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Hier spricht euer vertrauter Black Dye LP. Und ja, wir waren dabei, unseren Garten zu bauen mit den Tieren und mit den Getreide und so alles Mögliche. Das wollten wir uns ja hier hinsetzen, aber ich möchte das schon gerne ebenerdig zu unserer Bude haben. Und deswegen würde ich sagen, müssen wir uns einen kleinen Hügel suchen, den wir abernten. Und deswegen gehen wir nach da hinten. Weil da hinten gab es ja eigentlich genug. So, hier haben wir jetzt erstmal unseren gähnenden Abgrund. Also hier werden wir auch noch viel, viel weitergehen. Ich werde auch mal gucken, dass ich irgendwie mehrere Folgen hintereinander nur in der Höhle verbringe. Das wäre jetzt der Tod gewesen. Ah nein, wir gehen jetzt erstmal ein Stückchen bis nach da hinten. Und dann gucken wir mal. Lass uns hier irgendwo ordentlich erstmal was abernten. So, hier sind wir wieder am Wasser angelangt. Dann würde ich mal sagen, nehmen wir den Berg hier auseinander. So. Na, nicht so viel Längen. So. Ist jetzt ein bisschen mehr Zeit vergangen seit der letzten Minecraft-Folge. Ja, gab ein paar kleine Schwierigkeiten mit Minecraft. Und die Schule hat auch ein bisschen gedrückt. Man muss sich ja auch um die Schule ein bisschen kümmern. Ich bin ja noch 10. Klasse. Ja. Was mich auch nochmal anregen würde, dass ihr vielleicht... Weil ich habe wirklich bisher noch kein Comment bekommen, irgendwie, ob ich was bauen soll oder so. Ich würde mich schon darüber freuen, dass wenn ihr ein paar Comments schreiben würdet, was ich vielleicht besser machen sollte oder was ich vielleicht lassen sollte. Und ja, vielleicht auch bezüglich nochmal wegen Hunger Games. Wenn ihr wirklich Lust habt, mal eine Folge mit mir zusammenzudrehen, ich habe den speziellen Server. Der ist frei, für alle zugänglich. Euch werde ich dann natürlich die Adresse geben. Aber wenn ihr Lust habt, in einem Video mal mitzuwirken, also das heißt, man kann euch hören, ich werde mit euch labern. Also es wird alles möglich sein. Also nicht nur, dass man mich hört, sondern euch wird man auch hören. Weil dann versuchen wir nämlich über Skype Kontakt aufzunehmen. Aber halt nur, wenn ihr wirklich drauf Lust habt und deshalb... Würde ich mich freuen, wenn ihr was in die Comments reinschreiben würdet. Ja. Also wir sind jetzt erstmal fröhlich am Erde abpacken, damit wir schön unseren Bauernhof bauen können. Ja. Wird ja erstmal ein kleiner Bauernhof, damit wir auch ordentlich was zu essen haben, weil dadurch, dass wir, wenn wir im Einfachmodus spielen, auch Essenspunkte verlieren, müssen wir uns die Essenspunkte ja auch irgendwie wieder zurückverdienen und das geht leider nur mit Essen. So, das nehme ich auch gleich mal mit. Und, ach nee, oder? Ach nö. Habe ich nicht. Ich habe meine Workbench mit. Hier sind keine Bäume. Fuck. Das hat ja jetzt super hingehauen. Alles gleich schnell. Ja, dann gehen wir mal eben zurück und dann mache ich mir noch mal ein paar neue Schaufeln. Also hopsi hopsi du, schnell zurückrennen und schulibu. Ja. Also, jetzt den ganzen Weg zurück. Ich hoffe, ich finde es. Hier ist der Bunker. Da sind Schafe. Da ist unser gähnender Abgrund. Aber. Und da ist auch schon unsere bescheidene Behausung. Das gefällt mir mit der Fackel nicht. Jetzt gefällt es mir. Ach genau, ich wollte die Fackel noch eben. Moment, eben die Fackel noch ein bisschen ordentlich setzen. So sieht es in Ordnung aus. Ja, perfekt. Nein!
Hier sind Fackeln. Ja, genau. Hier muss ich ja auch noch ein paar Fackeln. Zack und zack. Und hier hinten. Das erinnert mich noch an die Folge, wo das hier oben alles geleckt hat, wo ich nach oben geguckt habe. Hehe. So, irgendwas in den Ofen drin. Nein, ist es nicht. So. Tür zu. Wir brauchen mehr Stickies. Zwei Stück brauche ich dann nur noch. Und wir brauchen Eisen. Ich mache mal drei Eisenschaufeln, damit wir auch genügend Erde haben. Ach. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, die Erde kann auch da. Die Workbench auch. So. Ich glaube, mit drei Schaufeln werden wir da gut hinkommen. Und ich habe schon wieder vergessen, mir meinen Wecker zu nehmen. Ah, Dennis, ey, du bist auch echt dämlich. Nie machst du was richtig. Naja, egal. Muss ich wieder so. Muss ich wieder nach meine Gefühle gehen. Ja. Und Geronimo. So, hier an dem grauen Schaf vorbei, da am Tümpel vorbei. An dem großen Berg. Den werde ich nicht abbauen. Und schon sind wir auf unserem Plateau angekommen. Schön, dass ich hier noch keinen einzigen Stein gesehen habe. Das freut mich ein bisschen. Muss ich den nämlich nicht wegmachen. Hätte ich auch stehen lassen. Egal. So. Was ich auch noch machen wollte, ich wollte auch noch mal ein weiteres Projekt starten, also neben Minecraft und Stronghold noch ein drittes laufen lassen. Zum Beispiel bei der Stronghold-Folge, die jetzt letztens rausgekommen ist, muss ich mich ein bisschen entschuldigen wegen dem Ton. Ich hatte mein Mikro, also mein gutes Mikro, bei einem Kollegen vergessen, habe dann das andere Mikro genommen. Und da ich alles an einem Stück aufgenommen habe, hat sich das ein bisschen blöd angehört. Ich hoffe, Stein, es stört euch nicht. Also die nächsten Folgen werden halt alle wieder mit vollem Mikro-Einsatz, also richtigen Mikro-Einsatz rauskommen. Ja, also wenn ihr irgendwelche Ideen habt zu einem neuen Projekt, was ich machen könnte, schreibt es mir in die Comments. Freue ich mich drüber, wenn ihr neue Ideen habt, die ich verwirklichen könnte. Ich werde auch gucken, dass ich irgendwann auch bald die neuesten mache. Nur momentan geht's halt nicht mit der Kohle. Weil ich halt wirklich für einen Rechner spare. Weil auf Dauer mit dem Laptop, das merkt ihr ja schon, Minecraft laggt ab und zu ein bisschen. Weil ich nehme das über Laptop auf, weil mein anderer Rechner ist jetzt gerade kaputt gegangen. Deswegen brauche ich ganz neuen Rechner. Schade um den alten. Der Boden war schon so, oder? Egal. Alles hier mitnehmen. Sand finden wir zwar in unserer Sanddüne, aber egal. Ja, deswegen. Also, ich bin da noch am gucken. Falls ihr Ideen habt, was ich machen könnte, schreibt mir bitte, bitte, bitte in die Comments. Ich freue mich wirklich über jeden Comment, der mich erreicht. Und, naja. Mal schauen, wir machen jetzt noch schön fröhlich Kaladina weiter. Ich weiß jetzt gar nicht, bin ich momentan auf friedlich oder bin ich auf normal, da ist die nächste Schaufel down. Also wir werden jetzt nachher genug Erde haben, vielleicht werde ich sogar eine eigene Truhe dann für Erde anlegen müssen. Wenn uns die Erde nicht reicht, aber ich glaube die mit zwei Kies. Ich glaube, ich mache jetzt noch diese Schaufel kaputt. Und dann müsste das auch mit Erde genug sein. Oh, weiß. Das lasse ich natürlich nicht hier. Das nehme ich sofort mit. Warte, Moment, ich gucke jetzt erstmal nach. Ja, ich spiele auf friedlich. Ist die Grafik... Ja, das ist auf hell, damit ihr auch was sehen könnt. Oder ich setze gleich mal einfach mal eine Fackel. Maus nicht so schnell. So. Die Folge werde ich wohl voraussichtlich am Donnerstag oder vielleicht böse Maus, vielleicht sogar heute noch raushauen.
Kommt drauf an. Ja, heute hat es schon wieder geschneit. Wir haben den... Was, welcher ist heute? Wir haben heute den 12. März und es schneit. Das finde ich persönlich ein bisschen blöd. Da ist mehr. Jedes Eisen muss mitgenommen werden. So, guck mal, ob hier noch Eisen ist. Nein, ist nicht. Gut. Zack, zack. So, ein bisschen ausleuchten hier. Nein, 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 nein. Nicht zwei auf eine Stelle. Das habe ich genau gehört. So, ich glaube aber, das reicht mit Erde. Ich glaube, ich werde nur diese... Da ist Erde. Nur diese Erde. 38 auf 1. Ach du Scheiße. Ja, ich glaube, das wird mit Erde reichen. Dann würde ich sagen, ziehen wir uns wieder zurück. Lauf, Forest, lauf! Also, was ich speziell eigentlich gerne zocken möchte, sind Spiele, die eine Story haben. Bei Minecraft kann man nicht so viel erzählen, da redet man einfach nur Prost drauf los. Und auf Dauer kann das schon ein bisschen blöd werden, weil irgendwann geht der ganze Gesprächsstoff aus. Man kann natürlich über die Dinge, die heute momentan am Laufen sind, aber die Dinge, die momentan am Laufen sind, die Wirtschaftskrise. Ja, aber dann darf das nicht außer Acht lassen. Die Wirtschaftskrise ist echt nicht gut momentan für uns. Echt nicht. Wir müssen da mehr rangehen. Also, die Wirtschaft darf einfach nicht kaputt gehen. Wisst ihr? Versteht ihr? Sie darf einfach nicht. So. Zack, 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 zack. Op, op, op. Ich bin zu faul. Op. So. Perfekt. Würde ich mal sagen. Jetzt eben einmal Schlummerlegern. Morgen. Schöner Morgen hier. Oh, noch Kessel am Laufen. Das Ding hat jetzt die ganze Nacht gelaufen, während die am Schlafen waren. Fertig. Schön. Und vier neue Eisen dazu. Genau, was ich auch noch machen wollte, ist das hier mit dem Lapis. Ich habe jetzt nachgelesen auf der offiziellen MeinWiki-Seite und das soll so gehen. Gut, das geht. Ah, weil ich die hellgraue Wolle genommen habe. Ah, so. Jetzt könnte ich eigentlich einen Teppich machen. Nee. Zack, 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 und zack. Warum machst du das? Gut, dass Wolle nicht kaputt geht. Und zack, perfekt. So. Kleiner Teppich hier drin. Den werde ich auf jeden Fall noch über den ganzen Boden erstrecken, weil ich hätte lieber dann einen Teppich doch hier drin. Und wegen den Steps hier... Ja, da muss ich noch gucken. Oh, Framerate gerade ein bisschen gespackt. So. Ich würde dann aber mal sagen, wir beenden hier die Folge mit unserem... mit dem Blick durch die komischen Scheiben auf dem Platz. Oder wir machen es anders. Das können wir ja jetzt... Geronimo! Von unserem Dach auf dem Platz, wo wir unser Ding das nächste Mal bauen werden. Die nächste Folge werde ich damit verbringen, hier zu bauen. Und die nächste Folge begeben wir uns wohl wieder in den Höllenschlund. So habe ich das Ding jetzt mal getauft. Und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Euer Black Dye LP sagt Over and Out und wir sehen uns.